猫猫猫。Wird im Norden, kann ich noch eine Unit hochschicken. Aber aktuell sollte es eigentlich passen. Im Moment Hola. Ja. Hola, wie geht's dir? Ja, drei, ganz gut und selber. Ja, wenn das letzte wieder. Telefon ist, das ist wieso für wieder? Richtige Was? Zwecke ah, ja, eigentlich. Ja, wegen die Autobahn. Ja, oder ich weiß. Die hat mir die Platz geklaut. Ja, ich weiß, ja, stimmt. Highway, ja. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und sonst, wie geht's dir so? Wenn es kein Notfall ist, muss er ins BD kommen und ich lade ja, ihn voll machen. Ja, ganz gut. Ja, wie bist gesagt, ich lege jetzt auf. Ja, bin ich. Was für mich wichtig ist. Darf ich die Auto mitfahren? Gustav, und das geht leider nicht. Eine Dame auf, warum? Wir handeln die dann nicht, nach Gustav, dem 9-Eddy-Bone auch direkt ab. Du musst Scheiße bauen, damit ich dich mitnehmen darf. Okay, bis die gleich. Gustavo? Nein! Wie lange bekomme ich für eine Shop rauf in die Knast? Wo sollen wir anfahren? Gustavo, wo soll ich anfahren? Oh. Wie? Na, dann fangen gleich andere Kollegen an, ne, mein Freundchen? Ja, ich habe noch nichts gemacht. Ich ruf dich die an. Gleich die Marsch jetzt vorbeischicken. Bevor du was machst, ruf mich an. Alles klar, weiß ich Bescheid, Gustav. Nee, aber dann fährst du mich bitte in die State, okay? Okay, dann fahr ich jetzt persönlich sogar in die State rein. Nee, wow. Was bekomme ich? Weißt du, was ich die bekomme, wenn ich noch die eine Geisel habe dann? Gustavo? 24 Stunden Uhr. Gustavo, saß du nicht letztens wegen Geiselnahme? No. Sicher? Ich saß ein anderer Gustavo. Wegen die Party. Zufälligerweise die Party Nachnamen, mit uns, oder wie? Ja. Ja, voll die geile Party mit euch, ja. Wollen wir die wiederholen, die heute? Immer wieder. Immer wieder gerne, Gustavo, weißt okay, du okay, ich komm dir alleine. Ich melde mich bei dir nochmal, wenn ich die Geisel habe und wenn ich die Schub mache, sehe. Ja, mach das. Los. Boah, mal diese Mexikaner. Immer diese Mexis. Er wird gleich einen Shop machen, er ruft mich vorher an und will eine Geisel nehmen. Ich schicke gleich das Wort vorbei, kein Problem. Oh, Gustavo. Kommando rein da, oder was? Oh. Ja. Kommando stürmen. Eieiei. Wollen da eine BP einmal umrüsten. Das ist schlimmer, wenn die Leute meine Nummer weiterverkaufen. Obwohl ich sehe gerade, ich schicke einfach die BP vorbei und lass Sunny den Laden stürmen. Naja, ne, ich sag. Wie soll ich sagen, dass halt Leute mit ihrer Flex rum, rumfahren und Mist bauen. Wo haben wir ihn? Wie ist das? Ja, sehe ich. PMO 01 würde den Akku in 30 anfangen, bekommen wir 2010. Warte. Gustavo? Nee, ich habe die Overwatch zwei Geiseln und die bin in die 24-7 in diese Shows. Gustav, dein Ernst, dass du das bist! Nee. Du Otto! Ja, Gustavo! Also, kriegen wir es 2010 oder weil es ist? Overwatch kriegen wir. Okay. Ja, du, wenn ihr die Antwort, ich hab die Waffen draußen und bedroht die Geisel sehen. Ja, da hat zwei Geiseln! Zwei Geiseln? Bist du alleine? 3,5 Blick. Ist alleine. Bis die gleich. Bis gleich. Gibst du durch, Impfung? Ich habe gerade einen Anruf bekommen bezüglich den 1030. Ich weiß, wer es ist, hat dann anscheinend auch zwei Geiseln. Ja, dann einmal kurz anwarten vor Anfahrt und dann prüfen wir das mal ab, wie die Lage vor Ort ist. County 6 hat noch 2 Klicks. PD Overwatch vor Ort. Unser Freundchen ist das. 24-7, 1 gerade vorgefahren. Oh Mann. Oh, der Täter, der um den Täter, den es sich handelt, ist Gustavo von den Maxis. Haben wir eigentlich drei Kraftzeiten? Frage: Der Jugular vor Ort ist CTF? Ist ein Drafter, aber ja. Fahr an. County 6, 700 Meter. PIM U01 könnt anfahren. Stand vor. Sind zwei. Dann soll sie. Hola, die Bolivia. Was denn? Das ist wirklich Gustavo! Okay. Komm, die sind da. Komm.
Hallo! Ich hab einen Bewohner an die Weizenfeld. Gustavo, was soll das? Wie bitte? Klappt, ich drück da immer auf Motor aus. Wie bitte nochmal? Warum musst du am Lachen? Oder mir Rente, ich bin die hier bewaffnet und du bist hier am Lachen. Boah, Gustavo, was soll die Scheiße? Ja, ich habe die Ladin ausgeraubt, habe die zwei Geisel gebraucht, okay, und bin hier. Ja, du bist jetzt vorhin auf die, da bist jetzt festgenommen. Nee, aber lass mich kurz die Waffe wegstecken, C. Auf die wird gerade aber nicht aktiv eine Waffe gerichtet. Und ich habe die gegen ihre Wille hochgenommen. Ich habe die bedroht mit die Pistole an die Weizenfeld. Dann dreh dich jetzt um. Nee. Wird noch 2010 benötigt. So, ich stecke jetzt Handfesseln. Das ist soweit negativ. Kannst du die mal kurz abmachen, ich muss hier was essen. Ja, ich mach sie die nochmal ab, mach keine Faxen. So, kannst du was essen und trinken? Okay, ich muss jetzt mal die Gelenke wieder die richtet. Ja, die eine Hamburger. Kann einer der Kollegen mal nach den Geiseln da drinnen gucken? Zwei Hamburger. Die sind sogar noch gefesselt. Nee. Wir haben zwei gefesselte Geiseln drin. Nee. Kann ich die wieder anlegen? Und daher ist der einzige Geiselnehmer, oder was? Nee. Okay, dann. Wissen Sie, wie einfach das ist, die Personas auf die Weizenfeld zu überfallen? Gustavo, du kommst jetzt mit. Nee. Komm ins Auto. Warum machst du so eine Scheiße, Gustavo? Oh, ich wollte dich wiedersehen und das ist die einzige Möglichkeit, dich wiederzusehen. Kannst du auch einfach anrufen. Ich halte die Tür auf. Oh, Lamichin, da kannst du mal die bitte einsteigen in die vorne. Check mal kurz ein, Ruk. Ja. Halt dich jetzt die Tür auf. Ich hab den großen Griff nicht gefunden. So, ich schalte dich sogar noch an. Oh, Lamichin, danke dir. Also die Lage ist soweit. Code 4, zwei Geiseln bereit. Der Geiselnehmer aus dem P01 und wird das PT überführt. Was ist so die witzige? Ich hab meine Geiselnahme gemacht. So, bitte ich so immer, ich lese jetzt mal die Rechte vor. Ja, ich kenn die schon. Sie haben das Recht zu schweigen, was Sie sagen können und wird vor dem Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, jederzeit einen Anwalt zu Rate zu ziehen, sonst sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer vom Schade gestellt. Sollte kein Anwalt erreichbar sein, müssen Sie selbst vertreten, haben Sie Ihr Recht verstanden. No, kannst du dir mal vorlesen. Oh, Gustavo. Warte, du bleibst da, ich geh klären, dass wir jetzt hochfahren, ne? Jo, warte. Wir fahren jetzt da oben. Alle Unit, einmal den Jupiter verfolgen. Der will nämlich angerufen, der wird das machen. Der wird ein State und so. Ich mach das jetzt, ne? Frage, wo genau ist der hingefahren? Was ist? Richtung Westen, Route 68. Kollege, schreibt man nicht so laut. Wir fahren jetzt hoch, ne? Aber wenn du sie wiedersehen möchtest, warum rufst du sie nicht einfach an? Hallo, schreibt man nicht so laut, bitte. Ruck, du schreist! Das tut mir dir leid, ich wollte nicht schreien! Richtung Harmony. Dann muss ich mal eben die Ohren waschen. Hält an. Sofort. Gustavo. Genau, dein Tick. Okay. Harmony. Gib mir gleich dann nochmal unten deinen Ausweis, damit ich den richtigen Namen kann. Kann ich dir auch meine Pistole geben, dass du die hast, dass ich mir die wieder abholen kann? Das machen wir gleich alles oben. Wir durchsuchen dich gleich auch oben nochmal. Nee, ich habe die Messer dabei und die Pistole. Fahren wir ins Essi? Ja, fahren ins Essi, weil das unser Territorium ist. Ja, 10-4, wenn informiert. PMU01 auf dem Weg zum S mit 981. Leitet ihr hier nochmal die BP4? Klar, da bin ich die wieder. Ja, warte, dreh dich mal so. Warte, hast du irgendwelche Schafen oder Spitzengänge? Ich hände noch in der Tasche. Aber die Messe. Wo? In die Hosentasche. Ah, ich glaub. Und die Pistole. Warte, ich guck mal kurz. Große Tasche. Nee, da ist nix drin. Ja, aber wie gesagt, die Hosentasche. County 6 von Leitstelle. Ich lasse mal ab. Ich nehme mal das Handy ab. Oh no, nichts die Handy. Das Messerchen. Oh no, nichts die Messer. Kann ich nicht die Messer, die wieder haben, das ist von die Mama. Die Taschenlampe. Aber die Messer ist von die Mama, kann ich die wieder haben? Oh, ich habe auch die Gabel bitte. Ja. Nee. 10-4, live ist auf die Felsenspiele.
Oh wow. Guck dir mal hier. So. Gib mir mal kurz einen Ausweis. Okay. Bitte. Ja. So, bis dann wieder. Danke. Wir machen die Akte, dann komme ich gleich zu dir. Nee, bis sie gleich. Warte, kriegst du noch ein Leitstein-Telefon, fällt mir ein. Falls das sein sollte. Kann ich nicht einfach mein normales Telefon haben wieder? Nein, Gustavo. Oh, bitte. Nicht, nein. Aber mich holt die eh keine raus. Ja, Leitstein-Telefon. Oh, mich rennt die, ja, ist die Unordnung. Nein, dass er draußen geht. Eieieiei. Das ist so ein Vogel. Unit 2, Ihren Einstieg. Ich mag ihn auch, aber das ist so ein Trottel. Das Kleidungsladen des Putschi-Kanäle, Code 1. Warte, ich muss gerade mal nachgucken, was ich schon abgenommen habe, damit ich das eintragen kann. Warte, ich hab gerade ein Bild von gemacht, ich kann am besten aufzählen. Einmal Handy. Einmal Springmesser. Einmal Taschenlampe. Dreimal Kabel. Warum muss ich so lachen? Das ist so... Weil die ganze Situation skurril ist vielleicht. So, warte, Bedrohung hat er auch noch gemacht, ne? Check. Oh Gott. Warte, ist das Freiheitsberaubung und Geiselnahme ein dasselbe? Ja, ne? Warte mal, ich guck mal vor. Eine gute Frage. Eigentlich die Geiselnahme Alvarez. Gustavo, ich guck mal gerade bei dem in der... Obwohl... Schwierig. Ja, okay, Freiheitsraubung ist nicht mit drin, dann mach ich das wieder raus. Meter. Also ich habe jetzt gemacht Raub, Geiselnahme, Bedrohung. Ja, weil eigentlich schließt die Geiselnahme ja Freiheitsberaubung mit schon mal ein. Ja, sind nur die drei Punkte, ne? Ja. Das ist doch gerade richtig! Was denn? Der ist doch... Oh, das hat einen Staatsanwalt benötigt! Ich ruf einen an. Nein, wir schreiben erstmal die Akte. Okay. Ich mag das. Was okay. Ist das? Das ist kein Bußgeld mehr, das ist ein Strafbescheid, ne? Strafmaßausfertigung. Ne? Ja. Über 25? Und 5,5 Einheiten? Ich kann nicht mehr. Warum tut er uns das an, der Idiot? Über 25.000? Entweder 25.000 oder 2 Einheiten. Oder 15, schließe ich dem Checkpoint an. Ah, für ein Strafbescheid auszustellen, aber das werden wir gleich mit dem Richter klären. Da, ich muss die Akte schreiben, das heißt aber gleich ist das nicht mehr unsere Sache, sondern Staatsanwaltschaft, ne? Kopiere erstmal alles in die Akte rein, dann kann ich. Willst du ihm das beibringen? Oh Gott, ich kann nicht mehr! Warum? Warum müssen wir diese Deppen kriegen? Warte mal. 19.10 Uhr war das, ne? Machen wir 19.10 Uhr, okay? Ja. Eine Stunde kommt hin. Oha.
Booster. Was denn haben wir heute? Donnerstag, ne? Was hast du jetzt drin? Raubgeiselname? Den County Sandy. Ich habe jetzt Raubgeiselname Bedrohung. Tatwaffe. Eine Pistole mit. Ich muss gerade nachgucken, wie viel Schuss hat die denn? Mit 130 Schuss. Ja. Sehe ich das jetzt richtig? Minimum 55.000 und 5,5 Hafteinheiten. Ja. Aufreisename und Bedrohung. Ja. Oh. Nee, Fahrzeug habe ich keins jetzt vor Ort gesehen. Nee, da stand zwar im Wagen, aber. Komplizierte Gegenstände kann ich aus dem Dings raus kopieren. PDOW, Anflug auf das PD. Zeugen. Ach Gott. PM01 besetzt. Welche Dienstnummer hast du? 70, ne? 70, ja. Rook. SC91 King. Ey, ey, ey. CTF. Welche CTF war das? Warte mal, das war eben Dingsbums gewesen. CTF. CTF 1. CTF 01. CTF 1 war das? Ja, 63 war das, ne? 63 Macmillan. Ja, kann ja nur Macmillan gewesen sein. Ja, du hast doch passt. Und welche County war das? County 06, ne? Ja. SC09. Forest. War das nicht eine Unit? Nein, das war County Forest. Ich finde nochmal eine Einheit mehr. SC24. SC24 Sternburger. Und SC74 Keller. PD Overwatch grounded am PD. SD91 King. Zeuge. PD 70 Rook. Erstelle von der County 6. Hört sie. Die County 6 stellt jetzt das SD an. Da setzen wir dann die SD24 am SD ab. Die soll sich dann der PM01 anschließen. Und der Rest von der County 6 wird dann ins SD wegen FTO-Besprechung. Es kam ein stiller Alarm. Nein. Und die PM01. Noch. Wollen wir das mit dem Anruf auch reinschreiben? Ja, Logo. Ja, kann sein. Hey, also jemand, der die Tat 20 Minuten aber vorher ankündigt. Noch beim Anfahren rief Herr Alvarez. Ich bräuchte einmal hinten beim Jugular eine weitere Einheit, eine Person mit Haftbefehl gesucht. An, dass er zwei. Ja, SD75 ist unterwegs. Ach, gibt's gar nicht. Neon darf passieren.
den Revolver einmal packen. Send to. Verfolgen aktuell einen Revolter Richtung Süden. Fährt jetzt auf den Osthighway auf der falschen Fahrseite weiter Richtung Süden. Fährt weiter nach Süden, passieren jeden Moment das Pumpwerk. Videoweg ist wieder airborne, schließt sich der Sensor an. Bin vor. Sind jetzt auf Höhe vor das Farm, fährt wieder auf der richtigen Seite. Hit uns weg, fährt weiter Richtung Süden, Höhe Pumpwerk. Vordere Einheit Shotgun übernehmen. Hat der gerade gesagt, fährt uns weg? Ja. Ist logisch, sonst wäre es gar nicht zu sehen. Joa. Fliegt jetzt Richtung Osten ab, verpassieren. Was gehen wir denn für eine Strafe? Casino, fährt weiter Richtung Süden. Geldstrafe. Geldstrafe würde ich so lassen, dann würde ich 6,5. Fährt weiter nach Süden. Oder wie viel wird es zu geben? Fliegen Richtung Süd ab. Nichts. Schwierig. Die Strafe können wir auch nicht machen, weil das schon mal war. Deswegen. Ja, er hatte einen Geiselnamen schon. Ja, das war jetzt vor zwei Wochen ein Geiselnamen. Eben. Ah, scheiße. Ist abgebogen, fährt jetzt Milk Park. Ola, die Kobas. Was soll ich denn für die Strafe geben? Weil Mindeststrafe ist 55.000 und 5,5 Einheiten. Ich werde jetzt die Hut der Sister Fitter. Er hat ja schon vor zwei Wochen einen Geiselnamen gemacht, wo ich Geisel war. Ja, aber du hast mal eine Frage, ist sie. Ich immer schon. Ja, also ich würde schon was höher gehen und ich muss den Schatten mal anrufen. Negativ liegt wieder rechts ab, fährt gleich an Lonely Gentleman vorbei. Ein Supersportwagen, grün hat sich das hinten wieder Gustavo geschlossen. Gustavo Alvarez. Fährt wieder weiter Richtung Osten, Alpha? Über die Brücke am PD vorbei. Alvarez. Passieren gleich den Würfelpark. A-L-V-A-R-E-Z und dann Gustavo. Liegt wieder links ab am FRB Tower vorbei. Ja. Fährt unter der Unterführung am FRB Tower weiter. Sogar angekündigt. Wow. Der Supersportwagen gehört dazu, der verfolgt die ganze Zeit. Ich weiß halt nicht, was ich denen als Strafe geben soll, weil er hat ja schon mal eine geile Name gemacht. Links ab fährt jetzt südlich Richtung Wissenews. Ich muss den Schatten mal anrufen. FRB 2 nähert sich Richtung Wissen. Ist wieder links abgebogen, fährt wieder Richtung Wissenpark. Am Baustellenhändler vorbei. Ich ruf mal lange an. Liegt wieder ab, fährt jetzt gleich am PM vorbei. Hat sich mal links ein Fahrzeug angeschlossen. Ja, grüner Waffenladen. Wieder hallo, nach Norden hier ist die Frau King vom SD. Hallo, Frau King, ich bin hier abgebogen. Ich spreche sie mal hier beim Esti. Da habe ich jemanden haben, der hat eine Geiselnahme gemacht. Dritte Fahrzeugversuch okay. Ist aktiv zu Pitten. Bedrohung und Rauch. Das Ding ist so, wir haben die Akte geschrieben und da ist ein Staatsanwalt nötig. Ja. Ja, da gibt es so eine Richtlinie. Er fährt weiter. Da müssen sie sich einmal bei uns auf der Leitstelle melden. Die weist diesen Fall dann einen Staatsanwalt zu. Ja? Also es ist dringend, wenn ich sie anrufe. Ja, nee, das dürfen wir leider nicht. Also wir können euch Rechtsberatung geben am Telefon, Westen. Aber wir können da keine Fälle annehmen. Sei denn, wir sind selber die Leitstelle, dann eventuell. Ah, okay, dann rufe ich die Leitstelle mal an und sage ihnen, dass wir einen Staatsanwalt brauchen. Genau, vielleicht fragen sie den Herrn gleich mal, wenn sie lieb und nett ist, ob er dann halt auch einen Anwalt braucht, dann wird sich da vielleicht auch gleich einer drum kümmern. Alles klar. Super, ich fände es Spaß. Bis dann, tschüss. Shortcall übernehmen. Mir ist gerade eingefallen. Weiter hinter dem Rathaus durch, Richtung LSC, weiter nach Norden. Er hat die Geiseln genommen. Passieren jetzt. Ah ja. Hat selber also, zugegeben, dass es Geiseln sind. So, ja, stimmt. Braucht einen Anwalt. Ich hatte. Mit wem telefonierst du da? Aufrechterhalten.
Weil ich brauche die Patrino. Oh, die was DOJ. Über den Schockcode? Ah, du rufst dir deinen Anwalt an. Richtung Osten unterwegs auf dem Weinbund. Nee, aber kannst du, mal die Patrino anrufen? Du hast doch bestimmt die Nummer, Messi. Passiert jetzt das Tattoo-Studio auf dem Weinbund Boulevard? Nee, weil ich in den Knast sitze. Osten. Ich kann nur die DOJ anrufen. Liegt vor dem Weinbund PD Richtung Süden. Nee. Nee, jetzt ich hab Richtung sie gesagt, nicht die Nee. Ab. Boah. Nee. Und dann mich rennt, du musst mal die Lerne, die zu dir holen. Okay, ich bin, aber ich bin die gleich bei euch, sie. Sind jetzt in die oberhalb Klasse. Vom MD, passieren jetzt das MD in südlicher Richtung. Nee, die Patrino kannst du dir anrufen. Nee, und sag Gustavo nee. Alvarez. Aber der wird die weinen an die Telefon. Und ich will in die SD. Ist die gleich, tschüss. Weiter fährt, Gustavo. Richtung, ja, Baustelle wieder. Staatsanwalt nötig. Hier ist ein grüner Jugular. No, nix sie wirklich. Aktuell, ja, der grüne Jugular werfen wir den vor, Raub, Geiselnahme und Bedrohung. Aber ich hab doch nichts die Geiselnahme gemacht, ich hab doch nur die... Gustavo, du hast es mir am Telefon gesagt, du Trottel, und vom Ort. Nee, aber ich habe die Geisel genommen, also, aber die bei euch ist das doch die so, dass wenn ich die Geiseln habe und keine Forderung stelle, ist das nur die Freiheitsentziehung. Das ist das Revolters. Fett aktuell Richtung Anmeldestelle. Aber die wegen mir macht ihr halt, die Geiselnahme ist mir die auch egal. Achtung, du hast es selber gesagt, du machst eine Geiselnahme. Sportler, der ich habe nichts gesagt, ich habe die Geiselnahme gesagt, ich besorg mir die Geisel. Du bist so ein Trottel. Biegt jetzt ab Richtung Süde am Bennys. Richtung Bennys. Wie bitte? Der Staatsanwalt kommt. Biegt Richtung Westen ab. Wir müssen das bei Bennys vorbei. Ruf nochmal einen DOJ bitte an und frei lang nach dem Staatsanwalt. Nein, nicht du, Gustavo, das muss Ruf machen. Ja. Ist jetzt Richtung Westen unterwegs, Richtung Unicorn, passiert jetzt. Unicorn sind jetzt immer noch Richtung Leg Westen auf, unterwegs. Leg auf! Hola, DOJ! Ich brauche auch noch die eine Staatsanwalt. Die Verwahrstelle. Ich brauche noch eine Staatsanwalt für die Sache hier. Die Verwahrstelle ist jetzt Richtung Westen unterwegs. Ja, doof, die wollten die anrufen, aber ich war die zuerst. Gustavo, leg auf, sonst nehme ich das Handy weg. No, das ist die erste. Die bist die gleich, tschüss. Aber nicht die Falco Meier, mit die mag ich nicht, die ist gefangen, C. Tschüss. Ammunition ist jetzt Richtung. Ist jetzt am Ammunition in die Seitengasse eingebogen. Ist jetzt. Unter Führung vom FIB Tower. Aktuell Overwatch kann Sichtkontakt aufgenommen Richtung Würfelpark. Nomo darf die nicht so ernst nehmen, sehen. Unter Führung beim MD Richtung MD unterwegs. Jetzt die für MD. Ich kann einfach nicht mehr wegen dir. Fahren weiter jetzt höher. Warum die wegen mir? Immer noch Fahrt Richtung Außerdem kommen wir so die, mit dir hier. Sprechen Sie und dass die auffällig ist. Weiter Fahrt Richtung Norden. Jetzt höher Weinwood PD. Oder nix. Sind gleich an der Tankstelle der alte Fahrschule. Biegen dort Richtung Westen ab, Richtung alte Fahrschule. Ich muss auch die Stadt an der See. Sind nun beim 24-7 alte Fahrschule Richtung Westen. Ist die in Ordnung? Südlich ab Richtung Weinwood Boulevard Höhe Tattoo Shop. Hast du die Nummer von die Patrino? Nein, hab ich nicht. Kann ich die normale Telefonnummer von mir nochmal, die ich zurück habe, bitte? Dass ich die Patrino anrufen kann? Nein, in Richtung Osten ab Richtung Handyladen. Guck mal, die Stucke in die Arsch mit die Polizei. Wir sind Höhe Rockford Plaza. Da kommt jemand raus. Auf der nördlichen Straße biegen Richtung Norden ab. Richtung was, ich komme wieder raus? Auf nein, ein Staatsanwalt kommt raus. Nur weil ich das umrechne, ne, dass wir zum Beispiel gestern mal wegmachen und das Freiheitsberaufe machen, kommen wir fast auf dasselbe raus. Die was wäre das? Wie viele 1000 Euro? Sind jetzt Richtung. Wir hatten ja gesagt, eben Minimalstrom 55.000 5,5 Einheiten. Richtung Süden, jetzt aber ich krieg nicht die Minimalstrom. Nee, das sowieso nicht. Das ist das Ding. Warte, maximal, also minimal 55.000 5,5 Einheiten. Maximal 360.000 und 52 Einheiten. Okay, ich komme die nächste Woche erst wieder raus. Aber wenn wir umrechnen würden. Ich war die nix maskiert. Gustavo, wenn wir es umrechnen würden, wäre es minimal 40.000 und 5,5 Einheiten. Nimmt sich kaum was. Und maximal 210.000 und 48 Einheiten. Also bis die Sonntag ab muss ich die wieder draußen sein.
Wir sind wieder Richtung Bin ich auf die Hochzeit eingeladen. Richtung MD unterwegs, jetzt gleich Höhe MD. Warum machst du sowas? Also bis zur Hochzeit oder soll man eben kommen. ihr könnt ja die Staatsanwalt sagen, sie, die war die kooperativ, da hat die gleich angerufen. Da hab ich auch in die Akte reingeschrieben. Wieder in die Seitengasse neben dem Würfelpark, fährt weiter Richtung Süden. Keine Sorge, ich alles in die Akte reingeschrieben. Und bitte nix die Fallkummer her. Bei meiner ersten Straftat in die Stadt hat er mir direkt die Maximalstrafe reingehauen. Biegen um die PBM rum, Richtung Ammunition. Ich habe ja schon mal wegen die Geiselnahme gesessen. Oder es gibt die Maximalstrafe. Jetzt am Würfelpark Richtung Osten. Funkspruch kann gerne Hallo, reinkommen. Hallo, ist die Geisel. Von letztes Mal. So, ich habe dir nichts genommen als Geisel. Wir sind weiter in Richtung Süden. Ich habe mit dir einen Ausflug gemacht. Ausflug ins SD. Nee, das war die Ausflug in die SD. Ich wollte mir nur die SD angucken, wie meine Fahrbahn ist. Süden beim alten DOJ sind jetzt wieder Richtung Osten. Du kannst noch in die Akte reinschreiben, dass es ziemlich lustig ist. Süden Richtung Apotheke. Ich weiß, ich stand an dem Abend hier vor der Tür. Fahren weiter Richtung Süden in die Grove Street nicht an der Tür. Warum warst du die nicht getrieben? Richtung Westen, Richtung Grove Street Tankstelle. Ich hab mir die ganze Party von der anderen Seite angeguckt. Welche Staatsanwalt kommt denn? Oh, bitte nicht die Fallkommen her. Vielleicht kommt auch Herr Meier. No. Gleiche Kleidungsladen in der Southside. Ich muss raus. An die Bodeneinheiten würde vorsichtig fahren. Wir wollen hier möglichst viele weiter in der Verfolgung haben. Wir sind jetzt Richtung Norden, Richtung Würfelpark. Jetzt an der Tankstelle vorbei. Jetzt am Motorradplatz. Dann lieber die Lange oder die Petersen. Nix die Fallkommen her. Warte, wir kommen gleich mal wieder. Kommst du mal mit? Richtung Westen jetzt unterwegs. An den Baustellenhändler Richtung Süden, Richtung Bennys. Sollen wir dann Freiheitsberaubung machen statt ein Geiselnahme? Richtung Westen. Fahren ja, Richtung sich. Norden. Weil das war ja auch keine Forderung und sowas. Ja, richtig. Den Gedanken hatte ich nämlich gerade auch. Komm, ich ändere das um. Immer noch jetzt kann man ja immer noch umändern. Ne? Machen wir mal so und so und. Na, dass wir Freiheitsberaubung beimachen, statt in Richtung Westen. Den Einwand hatte er nämlich vorhin, wo ich drin war, auch schon. Und ich fand ihn nicht ganz unberechtigt, deswegen hatte ich dich angesprochen. Machen wir Freiheitsberaubung? Ja. Eigentlich muss man das mal zwei rechnen, oder? Sportwagen schließt sich an, das sind... Weiß man, zwei Leute? Hat uns auch gepittet. Dann wäre Geiselnahme noch günstiger. Wir warten einfach ab, wir haben noch nicht festgelegt, wie viel, ne? Deswegen warten wir mit dem Tatsamkeit, was wir uns sprechen. Meier ist für mich spezieller Freund. Frage der gesuchte Revolter? Oh, scheiße. Der Meier hat wohl, ich hab schon durchgehört durch Kollegen, ich hab schon gehört von Kollegen, der soll Methoden haben, die sind nicht ganz. Naja. Frage, welche Einheiten verfolgen gerade noch welche Fahrzeuge? DP-15 verfolgt einen grünen Supersportler. Also, so wie Gustavo es gerade geschildert hat, mit den Aussagen vom Phoenix könnte sogar stimmen. Hat noch jemand Richtung zu dem erst verfolgten Revolter? Der ist bei Galaxy abgehaut. Na ja, mal abwarten. Ja, 10-4, ja. Dann dementsprechend einmal die Einheit bei der anderen 10-10 übernehmen. Hat er vorhin schon gesagt, bitte nicht mal lange oder wer auch immer. Der gesuchte Supersportler fährt jetzt Richtung Macebank Arena. Ich werde nicht mehr privat anrufen. Richtig. Liegt an der Macebank Arena rechts ab. Letztens habe ich auch Meier angerufen, der kam. Fährt oder dort lange auf angerufen, den er kam. Parkplatz auf. Fährt Richtung Ölverarbeiter runter. Fährt weiter Richtung Flughafen. Ja, der vorhin die verfolgende Einheit aufpassen, zwei Fahrzeuge. Das war eine Dulli-Aktion. Das war eine absolute Dulli-Aktion. Ja. Ist am Flughafen Richtung Monkeys abgebogen. Deswegen offen gesagt bin ich jetzt auch nicht ein Freund davon, ihm jetzt eine ja, es ist Meier. Stelle biegt vorher rechts. Der biegt rechts den Berg hoch. Wir sind. Hallo! Wir haben uns jetzt anders geeinigt, dass es keine Geiselnahme ist, sondern eine Freiheitsberaubung. Ja. Warte, ich mach mal die Akte auf von ihm, also dass sie reingucken können. Irgendwo unter die Brücken runtergetaucht. Ja, warte, sie waren jetzt Herr Meier, ne? Genau. Ja, die wollte er nicht haben.
Also, ja, ich weiß. Weil ich ihn das letzte Mal mit fast Maximalstrafe verkauft habe. Gucken Sie mal die Akte an. Ich habe mal mit meinem Kollegen gesprochen und haben gesagt, okay, machen wir jetzt. Wir haben noch kein Strafmaß festgesetzt, weil. Dann vor Video weh, schaut sich die Kanäle an. Auf Ihr Fall. Wegen Schatterwald nötig. Es war eine dumme Aktion. Er hatte zwei Geiseln. Ansonsten noch irgendwelche Einheiten ja, sich aber es war auch keine richtige Geiselnahme, weil der hat nichts gefordert, den, somit haben wir dann Freiheitsbravo. Er hat dich ja sogar noch angerufen. Ja. Er hat mich sogar angerufen und hat das angekündigt, dass er gerade den das Shop da bedroht und ausraubt, bloß halt zwei Geiseln hat. Negativ. Grund an und was ist? Tada! Er war es wirklich. Ja. Und Grund war, er wollte Frau King wieder treffen. Mhm, weil es letztes Mal seine Geisel war. Okay. Vor zwei Wochen. So in die gefesselt heute vor zwei Wochen war ich ihm seine Geisel gewesen. Aber so war er super kooperativ. Weil bin ich mitbekommen und alles. Zwecks FDO-Besprechung. Denn vor. Leitstelle von PDOW. Vor Ihnen auf jeden Fall. Leitstelle hört. PDOW grounded jetzt. Du wolltest auch einen Anwalt haben, aber der Anwalt kommt noch nicht. Okay. Stell vor. Ja. Bedrohung. Also im Endeffekt, ja, könnt ihr das auch selber abhandeln. Weil steht da drinnen beim Boosterbrecher, dass halt hier Freiheitsberaubung auf jeden Fall. Warum das auch? Ach, so ein Scheiß. Da steht drin, Feiertsberaubung oder bla 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 bla, ne? Und dann, es wird ein Schatterwaldrichter benötigt. Ja, minimal ihr habt, also, ihr habt da richtig Lust drauf, ne? Ja, dann gehen wir da jetzt zusammen rein. Wir haben noch nichts festgesetzt, wie wir sehen können, ne? Dass er den, Raub kriegt und die Freiheitsberaubung und dann sagt ihr mir den Preis und dann handeln wir den schneller. Weil minimal ist 40.000 5,5 Einheiten, ne? Also unter 5,5 dürfen wir ja nicht gehen. Unter die 40.000 Nee, genau. Da dürft ihr auf jeden Fall nicht drunter gehen, ne? Jetzt müsst dann natürlich einmal gucken. Davor, was war das da mit dem Dingens? Das war ja nur die schwere Körperverletzung. Naja, nur die schwere Körperverletzung. Ja, wenn ich bedenke, allgemeine Akten vor zwei Wochen, ne? Geiselnahme von Cops im Esti, da war ich ja die Geisel auch gewesen. Achso, warst du mit drin, ja. Ich war Geisel. Ach, das ist die FIB-Akte da, oder was? Ja, ja, genau, die FIB-Akte. Ah, okay, da war schon mal. Quasi mittendrin stand nur dabei. Also, ich war Geisel mit drei weiteren Kollegen. Ja, guck mal. Dann kannst du ihm das jetzt. Also, wenn du das machen möchtest, kannst du es gerne machen und ich schreibe für dich dann den Vergleich. Es sei denn, du willst ganz schnell auf die Straße. So, was siehst du denn da? Fangen wir mal so. Bei also 40.005,5 haben wir und wir haben 210.048 Haftstrafen. Kannst du mir mal ein Strafmaß sagen? Aufgrund seiner Vorstrafen. Ne? Je nachdem, wenn das natürlich ist, weil er hier sich jetzt in dich verliebt hat oder was weiß ich. Aber dennoch haben wir ja eine Straftat im Raum, ne? Also, das Ding ist, er will ja auch unbedingt ein State. Er möchte ein State? Der kommt sowieso ein State von da. Spätestens seine eigene Aussage, spätestens Sonntag muss er wieder raus, Ende hat er, ne? Ist er eingeladen auf der Hochzeit. Das ist doch gut. Vielleicht nimmt er dich dann gleich mit. Nee, ich habe noch einen Freund von daher. Ach so, ja. Der war ja letzte Woche, vor zwei Wochen ja mit Geisel gewesen. Ah, okay, okay. Ja, naja, was sehen wir denn da? Keine Ahnung. Aber eine Einheit, also, Mittelmaß, was für ein Mittelmaß? Das obere zwei Drittel wahrscheinlich, wa? Oh, ich weiß gerade nicht, wie ich wieder. Hier oder hier auf dem Weg dorthin. Ich weiß, was du meinst. 210 halt, haben wir ja, ne? Wenn wir das durch 3 teilen, dann sind wir bei 70, also wären wir so, was weiß ich, bei 140. Soll ich dann, das muss ich auch in die Akte eintragen, ne? Nee, das brauchst du nicht reintragen. Das mache ich ja jetzt über einen Vergleich. Achso, also brauche ich keinen Grund reinschreiben. Weil Grund ist ja meistens so eine Geldstrafe festgesetzt in Höhe von und Haftanhalten festgesetzt in Höhe von. So, wir müssen ja jetzt auf jeden Fall. Nee, das brauchst du nicht. Du tipperst dann ja unten quasi, weil ich das ja abhandle. Also ihr macht ja keinen Strafbescheid. Das mache ich ja jetzt über einen Vergleich. Dann haut ihr jetzt unten quasi dann gleich meinen Vergleich an und da steht das Strafmaß ja dann drin. Das habe ich so noch nie gemacht, so wirklich. Ja, dann machen wir das doch mal zusammen. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Herrn rein, dann frage ich ihn nochmal und dann gucken wir mal wegen dem Strafmaß. Ja. Genau. Da freut er sich bestimmt, wenn er mich gleich sieht. Guck mal, wie ich ihn da mitgebracht habe. Hallo, Herr Alvarez. Wir haben Herrn Meier hier. No. Ja, doch. Gustavo, alles gut. Hat er nicht lange gehalten, wa? Nee, aber Sie haben mir versprochen, dass wir uns wiedersehen. Ich habe gehofft, dass wir uns nicht wiedersehen.
Du hast die gesagt, wir sehen uns sie wieder. Nee, da haben sie mich wohl falsch verstanden. Nee, da ist die Sprachbarriere, die Wiese zu groß. So, was haben sie da begangen? Wollen sie mal eine Äußerung zu treffen? Ich sage ohne die Batterie noch nichts. Die wissen ja schon alles, See. Ja. Also sie können auch die Kobas sagen, genau. Aber ich möchte sie eine Bitte machen, See. Sie haben ja bei meiner ersten Strafe ein bisschen überzogen, See. Also ich habe dann aufgrund der Schwere der Tat, ne? Wenn sie natürlich ein vollbesetztes PD reinlaufen und da Baseballschläger um sich hauen und einen Kollegen zu Boden bringen, dann müssen sie natürlich auch mit einer richtig hohen Strafe rechnen, ne? Hey, so. Aber ich fand... Hören Sie mir erstmal zu, was ich Ihnen sage, ne? Also nichts die Maximalstrafe. Ja, die Kollegen sehen den Raub, die Bedrohung und die Freiheitsberaubung, ne? See. Also von der Geiselnahme sind sie ja schon runtergegangen auf die Freiheitsberaubung, ne? So, ich habe auch nicht sie gefordert. Ja, genau. Deswegen nur Freiheitsberaubung. Ich habe jetzt eben nochmal mit den Kollegen gesprochen. Die Bedrohung würde ja in Tateinheit rausfallen, ja? See. Also sprechen wir über einen Raub und eine Freiheitsberaubung, ne? See. Ja, jetzt würde ich das hier mal eben einhacken. See. In den Bußgeldrechner. See. Ich mach mal mit, damit ich auch das. Aber kannst du die machen, dass ich nicht die Wiederholungstäter bin? Ich bin die lieb. Ja, das Problem das war ist, ja, Pen- ja Wiederholungstäter. Du musst ja Pen B gehen. Ich bin ja nichts mit die Gegenwehr, ich bin ja die Freiheit, die rausgekommen, habe ja mit die Kobas gestaut. Hab sogar also, die Kobas angerufen, sie. Pass auf, genau. Also das rechnen wir ihnen natürlich an, dass sie da kooperativ waren. Also Raub und Freiheitsberaubung, hatten sie gesagt, ne? Genau. So, jetzt suche ich gerade noch die Freiheitsberaubung. Ist trotz, also. Ist ja nicht in Ordnung. Ich habe die Straße. Also, das Bußgeld geht runter schon mal. Passen Sie mal auf, Herr Alvarez. Wir machen das jetzt mal wie folgt, ja? Die ist ich sag Ihnen mal den Strafrahmen, in dem wir uns befinden. Die 40 bis 300.000. So. Nee. Also, wir haben ja jetzt noch eins rausgefallen lassen. So, dann sagen Sie mir mal Ihre Einschätzung aufgrund der Straftaten, die Sie jetzt im Januar begangen haben, wo Sie sich da sehen, ja? Ich würde mich da die sehen bei die. Oder oh, das mich die überlegen. Wir haben ja noch gar kein Strafmaß. Die andere Sache ist ja die. Ich sag dir jetzt mal was. Ich muss die Sonntag wieder aus dem Knast draußen sein, damit ich auf die Hochzeit gehen kann. Passen Sie auf. Also, ich habe ein Minimalstrafmaß im Geldbetrag, ja? Von 25.000 und ein Maximal von 150. So, was schätzen Sie denn, wo ich Sie da ungefähr einordne? Ich habe mich bei die 100.000. Wo sehen Sie sich denn da? Ich würde dir sagen, die Hälfte. Die Hälfte vom Maximal, ja? Nee. So, bei 150.000 wären wir da bei 75.000, ne? Nee. So, und jetzt haben wir eine Haftstrafen. Nee. Ne? 5 und 28. Wo siehst du dich? Bei die 28. Bei den 28? Nee. Also, da sehe ich sie nicht, aber... Also, wo würdest du mich sehen? Also ich hätte dich da jetzt auch ungefähr bei der Hälfte gesehen. Also wir müssen jetzt hier nicht aufs Maximalstrafen machen. Es sei denn, du bist da hinten gerne drin, dann lasse ich mit mir reden, dann gebe ich dir da ein bisschen mehr und dann gehe ich im Geld noch ein bisschen runter. Die Sache ist ja die, wenn ich da die gerne drin bin, muss ich ja nicht sie raus, sehe die, ja. Die Sache ist ja die, ich gehe mit die freiwillig die wieder raus. Ja. Ich kann ja auch nicht sie anrufen und kann sie sagen, dass ich einfach die drin bleibe. Ja, guck mal. Dann machen wir das doch so, wa? Wie viel Geld hast du denn? Also ich kann nicht zahlen, aber ich möchte nicht zahlen. Ja, dann gehe ich, guck mal, dann bin ich so kooperativ. Muss ich die zahlen? Ja. Pass auf, dann bin ich so kooperativ und gehe auf 50.000 runter, ja, statt 75. Ja, aber kannst du dann die Haftstrafe... Dafür gehe ich die Haftstrafe ein bisschen höher. Ja, dann kannst du die 20 Stunden machen. 20 Stunden? Guck mal. Nee, mach die 20 Stunden. Das haben wir ganz allein ohne Anwalt geklärt, wa? Nee. Ich habe die Angst vor dir. Ich bin gar nicht so ein Blödmann. Doch, aber ich habe die Angst vor dir. Weil du die letzte Mal so die Bose zu mir hast. Du hast mich die zu mir gesagt, ich muss zu die Psychiater, da war ich dann bei die Psychiater gewesen und dann hat die Psychiater gesagt, no, die ist nichts kaputt und ich habe mir die gedacht, ich werde die kaputt und sehe. Oh, Gustavo, warum haust du denn auch Kollegen rum? Ja. Guck mal, letztes Mal der Geiselnahme warst du total lieb gewesen. Das ist die eine oder andere Geschichte. No, bei der Geiselnahme, das ist jetzt die andere Sache, sieh. Da musst du die sehen, da war ich dir lieb, da war ich dir kooperativ, da habe ich sogar meinen Namen gesagt, dann wurde ich von die Kopas erwischt, dann habe ich von die Kopas noch ein Lied gesungen, sieh. Dann war ich die 3 Tage in die Knast. Ja, siehst du mal. Guck mal, ich habe dir doch die Tage noch mit deinen Leuten das Leben gerettet auf dem Highway. Nee, aber ich habe dir ja noch nichts gemacht. Ich bin ja auch die rausgekommen und habe dich ja sogar die angerufen. Ich habe mich um alle gekümmert von euch, ne? Ist das wieder die Vergleich oder ist es die Strafe? Das ist jetzt ein Vergleich. Weil wir uns ja jetzt geeinigt haben, muss ich dir ja einen Vergleich anbieten. Dann muss ich das auch bei den Notizen beipacken noch. Genau, da kannst du schon mal reinschreiben in die Akte quasi anliegend der Vergleich. Aber die Akte bleibt natürlich noch offen.
Also weil er außergerichtlicher muss seine Vergleich. Absitzen. Genau. Ich mache den jetzt fertig. Das dauert natürlich eine Sekunde. Weil ich das Ding ja erstmal schreiben muss. Ja, gleich. Habe ich schon hingeschrieben, muss ich ja nur reinpacken. Aber schon, dass ich dich immer wieder sehe und du die nett zu mir bist. Ja, siehst du, also wenn du nett bist, bin ich auch nett. Also, ich war ja auch die nett zu dir gewesen unten ja. In die Knast, als ich die erste Mal dich gesehen habe. Ja, aber da liegt es halt einfach daran, dass wenn du da ins Polizeirevier gehst, was voll sitzt, ja, und du da einfach mit dem Baseball-Rehschläger rumknüppelst und ich dann auch noch im Captains-Büro stehe und das auch noch sehe. Du hast sie gesehen? Ja. Du hast die gesehen, dass ich so gut gerannt bin? Wieso macht man sowas? Dann muss ich dir halt einfach sagen, das ist halt einfach selbst verschuldet und dann, auch wenn du gerade erst eingereist bist, dann ja, tut mir leid. Ja. Nee. Jetzt dann einmal mit der vollen harten Seite des Gesetzes einmal drauf los, ne? So. Wie ist das dir eigentlich? Muss ich jetzt die Bar zahlen oder kannst du mir da die Rechnung machen? Rechnung. Das zahlst du jetzt gleich, genau. Als Rechnung. Ah, ich sehe das gerade, was er gemacht hat. Hier gibt's schon eine. Ah, ich bin fasziniert. Die Akte ist ja vom 5.1. wo er das gemacht mit dem Baseballschläger. Und dann mache ich die 3 Tage in die Knast, dann bin ich die Freitag wieder in die Knast. Ja, deswegen, ne? Also ich komme dir da schon sehr, sehr entgegen. Das stimmt. So. Ruf dich dann das nächste Mal an. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil das nächste Mal sprechen wir hier definitiv über einen teureren Wert, ne? Das war jetzt dreimal. Das ist ja die und Gustav, und du weißt, ne? Wenn du mich sehen willst, kannst du mich auch so anrufen. Nee, ich hätte hier noch. Sag ich jetzt nichts für die Anwalt. So. Oh, Gustavo. Wir hätten ja auch einen Ausflug machen können. Aber das ist auch nett, dass sie ja bei der Leitstelle bei uns angerufen haben und gesagt haben, bitte nicht der Herr Meier. Ich hab die Angst vor dir. Ja, aber passen Sie auf, da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Die Leitstelle sagt mir das. Und bei einem Anwalt können sie das machen, aber der Staatsanwalt, da gibt es keine Befangenheit. Der Staatsanwalt kann nicht befangen sein. Befangenheit? Nee, beim Staatsanwalt nicht. Deswegen, dann gehe ich da erst mit noch mehr Freude hin. Okay. Aber dann würde man mich dann nie wieder gesehen haben, dass sie gedacht, oh. Dann komme ich in Wallung, weißt du? Freut mich dann immer. So. Und wärst du mir jetzt blöd gekommen, sage ich dir, wie es ist, dann hätte ich mit dir auch nicht so den Vergleich gehandelt, dass du mir das sagst. Dann hätte ich dir was anderes gesagt. See. Man kann ja immer, ne, gegenseitig. Ich glaube, das verstehst du ja auch. Und so wie die Polizisten mir das gerade geschildert haben, ist das ja auch alles in einem humanen Rahmen abgelaufen. So. Ich habe die gefunden auf die Weizenfeld. Ja. Bin dann zu die Sandy-Shows gefahren und habe dann die Ladung ausgeraubt. Wenn du mir jetzt noch was sagst, dann vielleicht finde ich da ja noch eine Straftat. No. Lass es doch erst, einfach dabei. Kannst du erst die Vergleich fertig machen, sie. Das ist doch einfach dabei. So wie wir gerade gesagt haben. Genau. Du musst dich nicht selbst belasten. Ja. Sei froh, dass es so glimpflich war und. Und du hast jetzt damit auch, hier auch noch Rechte vorgelesen bekommen, wo ich auch auf jeden Fall die Klappe halte an deiner Stelle. So, die Haftstrafe, genau. Wie lange sitzt da jetzt hier schon? Einen Moment, ich gucke mal unsere Haftzeitenliste. Wo ist die Haftzeitenliste? Seit. Oh Gott, ey. 19.17 Uhr. Okay, dann machen wir mal 19 Uhr. Also, ne? Warte mal, Haftzeit ist. Lässt sich besser rechnen. 20 Einheiten, ne? Genau. Und wie viel? 50.000, ne? Ja. Muss ja auch bei uns in die Haftzeitenliste eintragen. Ja, kommt ja eh ins Date. Deswegen, ich muss eintragen, damit man das weiß. Oh, bis 1.17, ne? Also, wenn er jetzt nicht zahlen würde. Nee, zahlen muss er ja. Sonst würde ich ein Zahlungsziel machen. Ich kann auch die zahlen. Genau. Zahlt er bei Ihnen, ne? Genau, das zahlt er gleich bei mir. Das ist grundsätzlich, auch wenn jemand einen Vergleich bekommt, ne, und er kommt hier oben ins Esti oder ins Pidi und möchte diesen Vergleich bei euch bezahlen, das dürft ihr nicht machen, ne? Mhm. Das müsst ihr dann sagen, nee, der muss zum DOJ kommen. Weil sonst bleiben die bei uns die Akten offen. Die sind bei euch geschlossen, bei uns sind sie offen und dann kriegt ihr irgendwann einen Verhandlungsaufruf. Und wenn er keinen Nachweis hat, zahlt er das Ding doch nochmal. Nee, das stimmt. Mhm. Ich hatte das nämlich die letzte gehabt, da wurde ich von der Polizei angehalten ziehe. Und dann haben die mich gefragt, ob ich schon die entlassen worden bin oder ob ich die ausgebrochen bin. Da habe ich gesagt, ich habe die Entlassungspapiere, sie dabei. Ja. Also außergerichtliche Vergleich immer bei euch. Genau. Und dann haben wir morgen 15 Uhr bis wieder draußen. Das ist viel zu früh, aber das ist okay. Ja.
Du könntest ja jetzt noch versuchen, gleich wenn du verlegt wirst, noch zu flüchten. Dann kriegen wir noch ein bisschen was drauf. Das könnte ich dir schon mal sagen. Wie viel Stunden? Ist nicht in Ordnung. Ich muss dir am Sonntag die Hochzeit. Dann können wir vielleicht einplanen, dass du da vielleicht nicht hinkommst. Hochzeiten sind ja nicht immer schön. Nee, aber... So, perfekt. Ein Verteidiger wolltest du nicht. Dann kann ich den hier auch aus dem Vergleich raus. Da kostet mich die Patrine auch keine Kohle. Genau. Dann wäre es wahrscheinlich wieder darauf hinausgegangen, dass wir eventuell hier eine Kaution gehabt hätten. Und dann wär's ich will nicht die Kaution, ich will in die State. Genau. Ich will die alten Freunde besuchen. Okay, ja. Und damit, dass die heute Mittag verwehrt worden ist, habe ich mir die gesagt, okay, dann muss ich die besuchen. Das ist natürlich aber auch nicht die Intention an so einer Straftat, ne? Das sollte es nicht sein. Dann sollten sie vielleicht nochmal vorsprechen, warum, wieso, weshalb sie da nicht besuchen dürfen. Die haben zu mir gesagt, weil ich die kriminell bin, darf ich sie nichts besuchen. Okay. So, das ist auf jeden Fall einer von den Sheriffs, glaube ich, hier gerade. Ja. Ich habe die 75B. Ja, perfekt. Dann habt ihr nämlich schon mal einen Vergleich, den könnt ihr anhängen. So, und da haben sie auch mal einmal den Vergleich. Ich muss ja die ganz kurz gucken. Ja. Passt, die passt. Soll ich die unterschreiben? Genau. So, wenn sie das unterschrieben haben, dann stelle ich ihnen noch die Rechnung. Alba. Oh, die schreiben ist nicht so, die meine Stärke sehen. Ja, kein Problem. Wir sehen ja gerade, dass sie das Dokument hier alle haben. Na. Weil ich das schon dann neben da und die Akte reinpacken. Das wäre jetzt Amtsanmaßung, wenn sie jetzt Doktor schreiben. Ich darf Doktor schreiben. Das ist doch die. Ich habe die gelernt. Ich habe die gelernt, dass man in die Amerika sagt, wenn man seine Unterschrift macht, macht man die Punkt Doktor. Für die Kollegen, passt bitte auf, es fährt ein grauer Jugular. Also ich darf Doktor schreiben, Gustavo. Fast voll besetzter Jugular durch die Gegend. Dann würde ich Ihnen jetzt noch die Rechnung ausstellen und dann kannst du quasi direkt ins Einflugschneise ins State. Was halten Sie davon? Sollen wir dich persönlich runterbringen? Nee, kannst du die machen. So. Dann würde ich sagen, jeder, der keine Rechnung haben möchte, geht auf Seite. Wir können das so machen. Sie, wir können die Rechnungsroulette machen. Sie. Ja. Auf Seite gehen, ne? Sonst kriegst du die Rechnung. Oh, no, mach die Rechnungsroulette mit und der die bekommt, den muss sie zahlen. Nee. So hat es auch eingetragen. Dann einmal die Karte und mit Glück bestätigen. Sie, ich muss gerade noch suchen. Dann bringen wir ihn einmal rüber. Ja, bringen wir den runter, ne? Dann sehen Sie mal. Guck mal. So, rucki zucki. Genau, die Akte lasst ihr jetzt noch offen, ne? Ja, bis er... Sobald er aus dem Vollzug raus ist, quasi, dann meldet sich die Verwaltung eh bei euch und dann schließt die Verwaltung die Akte. Warte mal, einen außergerichtlichen Vergleich muss ich auch bei uns in Haftzeiten in die Liste eintragen. Ich rufe mal eben den Marsch jetzt an, ne? Dass wir runterkommen, ne? Ja. So. Nice. Das hier nochmal für die Richterschaft fertig. Haben die Marsch jetzt eine eigene Leitstelle? Nee, oder? Auch New Jane. Warte, ich geb dir mal. Probier's mal mit der 607. 07, ja. 9474. Oh. Wir sind doof, wir haben nur eine Telefonliste. Der Checkpoint am Osthighway ist jetzt final. Also bei uns auf dem Leitstellenblatt steht nämlich, wer die Leitstelle der Marshalls gerade ist. Und das ist der Herr Baumann. Ach, der Baumann, kenn ich doch. Okay. Warte. Oh, ist das die Kalle? Ja, genau. Oh, die ist eine Frau, die sieht aus wie die tot. Die hat sich gebessert. Weil, hat die in die Sonne gelegen. Wenn du auf die DOJ-Liste gehst, dann siehst du die ja auch. Haarfarbe hat es jetzt rot gemacht, jetzt trägt sie ein bisschen Farbe, jetzt sieht sie ein bisschen Nightshade. Nee, das ist halt das DOJ selber. Aber hier, wenn du mal jemanden von den Marshalls anrufen willst, kannst du auch bei uns auf die Telefonliste gehen. Ja, die Liste habe ich, ja. Denn Fanny Border hat wohl Einheiten. Einmal treffen ist die. So, ja. So, dann würde ich sie aber wieder alleine lassen hier. Oh no, das war so die nett.
Ja, sehen Sie, das nächste Mal rufen Sie vielleicht Ihre Telefonnummer, dass wir uns mal die so treffen können, so mit dem Kaffee. Meine Telefonnummer gibt es leider nicht, aber vielleicht sagen Sie das nächste Mal, der Meier, der soll nicht kommen, sondern der Meier soll kommen. Das nächste Mal sage ich, die Lage soll nicht kommen. Das haben wir Scheiß wissen. Aber wir fahren jetzt gleich mit ihm los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Nee, ja, tschüss. Gut, ciao. Wissen Sie Bescheid, dass Sie runterkommen? Wir wissen Bescheid. Ja, warte, ich nehme die Sachen, ja, so, guck mal, kannst du das machen? Kannst du einen Handschein anlegen oder sollen wir den so mitnehmen? Santos. Nee, machen wir. Die Handschellen oder die normal? Ja, machen wir mal Handschellen. Ich muss mir neue besorgen. Ich muss nachher gucken, dass ich neue besorge. Du hast doch meine Kabelbinder bekommen! So. Na, mitkommen. Krieg ich meine Messer wieder? Also, wenn ich hier raus bin? Ja. Aber du weißt Pistole leider nicht, ne? No, nur die Messer. Die Messer ist von die Mama. Ich nehme die Sachen nochmal mit, dann kann ich die gleich in die andere Wartenkammer packen, ne? Okay. Ich komm mit. Sieh, da geht's hier runter. Ja. So. Ich setz mich ja mal rein. Und ich hätte die Tür auf. So, ich schneide dich sogar noch an. Oh, das brauchst du dir nix. Ich bin die. Ich sitze hier hinten. Trotzdem. Santos. Wir haben halt, wie du ja sehen kannst, keine Gitter. Weil es ein PMU-Fahrzeug ist. Younger than the mountain, growing like the face, country roads. Take me home to the state. Leitstelle von PM001. Leitstelle hört. PM001 auf dem Weg zum State mit 981. Mama, take me home to State Prison. All my memories get around her. Callous lady, stranger to the white water. Dark and dusty, painted in the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country roots. Take me home to the place I belong. Ai, 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 ai. Hola, die Kalle, ich bin wieder da. Hallo! Hola, die Kalle, ich bin die wieder da! Hallo. Du bist doch so behindert, bist du, ne? Gott, hier haut ihr mal ein B3 rein oder so. Hallo! Ich will mitfahren. Darf ich nicht? Warum denn? Mach selber auf. Oh, die Kacke ist repariert. Bitte mach auf. Ist Dankeschön. Doch offen. Wunderbar. Da. Hola! Die wieder Grüße. Fahren wir weiter vor. Also, der Gustavo hat noch Handfesseln oben. Na, willst du mir mal ganz kurz die Nase kratzen? Können Sie gleich machen. No, du musst mir die Nase kratzen. Ich kriege gleich eh die Handfesseln ab, da passt alles. Können Sie dann gleich machen. Das was er gemacht hat, ist amüsant. Amüsant? Ja, der hat mich angerufen und gesagt, ich habe zwei Geiseln. Nice. Ja? Kommt ihr mit? Hilton hat nämlich gerade keine Zeit. Ah, da kommt er. Auch gut. Hola, die Hilton! Ich bin die wieder da! Das ist Kalle! Jetzt bin noch einmal Hilton, das ist wichtig. Wir haben außergerichtlichen Hi. Vergleich, brauchst du den? Ja. Vergleiche. Warte. Lange nicht mehr gesehen. Ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut und selber. Ja, warst du nicht im Dienst? Ganz Zeit? Ich war viel im Dienst. Ja, die Kalle, wie geht's dir? Ja, du warst nicht. Geh weg. Warum die Kuss da? Ich komm gleich. Oh, Kalle, ich muss mich gerade den Bruder suchen. Ja, ich bin. Ah ja. Hier, bitteschön. Ja. Dankeschön. Der hat mich nämlich angerufen und sagte, ja, ich habe zwei Geister, mach gerade einen Shopraub. Ach, das ist der Assi, der auf dem Epperfeld Leute bezahlt hat. Warte. Ja, der Leute dafür bezahlt, für die Geisel. Wie bitte? Damit er hier reinkommt und hier handeln kann.
dass er was. Wie bitte, Gustavo? Ich hab was. Was habe ich da gerade gehört? Ist das dein Scheiß Ernst? Du gehst auf ein Epperfeld, bezahlst Leute, die Geiseln sind. Der hat die Leute bezahlt als Geisel. Ja, das habt ihr. Uhrhaftbefehl, Strafbescheid. Achso, das wolltest du wissen. Ja, bitte. Nee, wir haben einen ausgerichteten Vergleich, habe ich schon Kalle gegeben. Ah, okay, gut. Ja, Kalle hat mir gerade gesagt, er hat die zwei Leute bezahlt als Geiseln. Pizza! Nachfragen, unseren Kollegen? Ich rufe ihn an. Gustavo, ne? Damit du hier wieder reinkommst. Oh, und dann dazu noch Bestechung. Wenn du Pech hast, dann stopp ich dich gleich in B3, dann kommst du gar nicht zu denen hin. Dann bist du alleine. Das hat eh nix. Haben wir ihn alles abgenommen. Ja, der gesamte